Hightech im Herzen Hamburgs. Hier auf dem Gelände der DESI-Einrichtung steht ein komplexes Forschungsinstrument. Petra 3 heißt die kilometerlange Anlage. Den Überblick hat Stefan Roth. Er betreut hier die Gastwissenschaftler. Die Faszination dieser Anlage ist, dass wir an Petra 3 die höchst brillante Synchrotronstrahlungsquelle der Welt sind. Das heißt, wir ermöglichen einen sehr kleinen Röntgenstrahl, kleiner als ein Haar und fokussiert sogar auf 5 Nanometer. Das entspricht ungefähr dem Durchmesser von 50 Atomen. So klein kann man diese Strahlen fokussieren mit höchster Intensität. Das ermöglicht völlig neuartige Experimente für zum Beispiel die Photovoltaik, die Elektronik, aber auch im Bereich der Lebensmittelindustrie. Das gibt es weltweit einzigartig nur hier in Hamburg. Der Strahl der Anlage wird dazu benutzt, kleinste Strukturen bis hin zu einzelnen Atomen sichtbar zu machen. Petra 3 ist vergleichbar mit einem riesigen Hochleistungsmikroskop. Morgen! Ah! Hallo Johannes! Hi! Moin! Hallo Markus! Und? Diese Woche benutzt eine Arbeitsgruppe der TU München einen der Untersuchungsplätze der Petra 3-Anlage. Mit dem Röntgenstrahl untersuchen Johannes Schlipf und sein Kollege den Alterungsprozess verschiedener Arten von Solarzellen. Dafür verwendet das Team eine spezielle Messvorrichtung. Und hier sehen wir die Goldpins, das sind kleine Federn, um eine gute elektrische Kontaktierung von der Solarzelle sicherzustellen. Und hier unten sind Kupferblöcke, die werden dann hier durch diese Heiz- bzw. Kühlelemente gekühlt. Und hier an der Seite haben wir noch einen Temperaturfühler. Und jetzt lege ich einfach mal so eine Solarzelle ein. Das sieht man jetzt hier auf der Oberseite, sind Goldkontakte aufgedampft und die Solarzelle selbst ist pechschwarz. Das heißt, die absorbiert auch das sichtbare Licht sehr gut. Im nächsten Schritt setzt er die Probe in die Strahlkammer ein. Hier läuft der eigentliche Versuch ab. Wir sehen jetzt hier den Messaufbau. Das ist eine Messkammer aus einem Stück Silizium gefräst. Der Röntgenstrahl würde dann von hier kommen und geht dann durch dieses Eintrittsfenster. Hier liegt die Probe. Hier haben wir ein großes Austrittsfenster, um das Streulicht vom Röntgenstrahl uns anzuschauen. Von der Seite kommt dann eine Lampe, die das Sonnenlicht simuliert und wird durch einen Spiegel hier unten reingeleitet. Wenn ich den wegnehme, dann sieht man auch schön, wie das Sonnenlicht in die Solarzelle reingeht. Jetzt müssen die Forscher den Untersuchungsraum verlassen. Denn die Strahlungswerte während der Messung sind stark gesundheitsschädlich. Achtung, der Strahl wird eingeschaltet. Attention! The beam is going to be switched on. Achtung, der Strahl wird eingeschaltet. Attention, the beam is going to be switched on. Die Messkammer ist nun an den Speicherring angeschlossen. In diese 2 Kilometer lange Röhre werden Elektronen eingespeist. Nahe der Lichtgeschwindigkeit kreisen sie in Paketen auf der Ringbahn. Dabei geben sie ihre Bewegungsenergie in Form von Röntgenlicht ab. Mithilfe dieser hochfrequenten Röntgenblitze können bis zu 14 angeschlossene Messplätze kleinste Strukturen abbilden und untersuchen. Man kann auch Untersuchungen machen mit Laborquellen, aber da dauert eine Messung 10 Stunden und hier dauert sie weniger als eine Sekunde. Das heißt, das ist natürlich auch ein Vorteil, um eine große Probenserie durchmessen zu können. Hier im Kontrollraum steuert das Forschungsteam der TU München den Versuchsablauf und überwacht den Vorgang. Die Wissenschaftler testen eine ganze Reihe von Solarzellenmaterialien. Gut. Durch das künstliche Licht im Messaufbau altern diese schneller. Mit dem Röntgenstrahl können sie verfolgen, wie sich das Material auf kleinster Ebene verändert. Das liefert wichtige Erkenntnisse, um bessere Solarzellen produzieren zu können. Bis zu einem Jahr kann die Auswertung der hier gesammelten Daten dauern. Wir schauen uns dann zum Beispiel die 2D-Bilder hier an. Wir sehen jetzt hier das Rohbild, die Rohdaten, wie sie vom Detektor kommen. Und in der linken Probe sehen wir, dass die Kristalle
keine bestimmte Orientierung haben. Und im Bild, das zu der anderen Probe gehört, sind die Kristalle sehr stark orientiert. Und das ist natürlich ein entscheidender Unterschied, der sich auch stark auf die Solarzelleneigenschaften auswirken kann. Und dann müssen wir uns natürlich den zeitlichen Verlauf anschauen. Dazu machen wir jetzt hier Schnitte in verschiedene Richtungen und können uns jetzt hier das Frame für Frame aufgelöst anschauen. Und das muss dann natürlich im Detail ausgewertet werden, wie jetzt sich da die Sachen ändern und was das dann für die Solarzelle auch bedeutet. Nicht nur deutsche Forscher experimentieren an Petra 3. Wissenschaftler aus der ganzen Welt können sich für einen der Messplätze bewerben. Yeah, I think so too. We just discussed this yesterday, and this is something in the data which is really. Ich hatte in meinem Team 4 Nationalitäten aus aller Herren Länder, und das macht halt wahnsinnig Spaß. Man lernt die Mentalität der anderen Kulturen kennen. Man arbeitet zusammen international. Man vernetzt sich international dadurch. Und das ist ganz toll. Das ist auch ein Gewinn für uns, wenn internationale Forscher zu uns kommen und mit uns arbeiten. Okay. Have a good day.